dem Projekt Farbklangraum wird das klassische Konzert aus seiner gewohnten Umgebung genommen und in ein Kunstmuseum verleiht. Das Konzert wird in einzelne Häppchen unterteilt und die werden zusammen mit anderen Künstlern in 5 verschiedenen Räumen umgesetzt. Die musikalische Grundlage von jedem Raum ist eine Skala, ein Tonleiter. Die Offenlegung der Struktur schafft einen Zugang zur Musik. Gerade am Anfang werden die Gäste selber aktiv. Auf extra dafür gebauten, experimentellen und pentatonisch gestimmten Instrumenten wird das Stegenhaus zum Klingen gebracht und die Ohren geöffnet für die Klänge und Geräusche um uns herum. Am Mascho, seine mittelalterliche Vokalmusik, habe ich neu instrumentiert für Oboe, Klarinett und Fagott. Die musikalische Struktur wird sichtbar durch die Choreografie der MusikerInnen. Das Ganze wird im Raum umgesetzt von der Künstlerin Esther Tellenbach. Die Klänge vom Stück La Ley de la Fontaine von Mascho habe ich zeichnerisch als Form festgehalten. Eine dieser Formen habe ich ausgewählt und sie mit einem grün transparenten Schlauch in die Räumlichkeiten des Crea Viva transferiert. Während die Musizierenden den Raum mit Klang füllen, füllt sich gleichzeitig auch ein Quader mit Wasser. Vor dieser Präsentation habe ich zusammen mit dem Crea Viva einen Workshop durchgeführt für das Generationenpublikum, bei dem wir die Klangfarben von der Musik vom Schönberg künstlerisch umgesetzt haben. Das Ergebnis inspiriert jetzt die Interpretation von Pierrot Lunaire. Im nächsten Raum geht es um die Mikrotonalität. Mit vierteltönig gestimmten Gläsern wird das Publikum eingestimmt, damit sie sich in einer möglichst reizarmen Umgebung auf die Erfahrung einlassen kann. Spannt den Bogen zurück zum Anfang. Mit dem Tennis in einer Komposition über die Obertonreihe wird die Wechselwirkung zwischen Musik und Architektur erlebbar.